Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin. Ich bin's wieder, eure Thimmeltech. Und ja, wie ihr seht, habe ich euch quasi einen Gutschein mitgebracht, den ich umverpacken möchte. Das ist für eine Arbeitskollegin und ich würde den gern etwas schöner machen als das, weil ich das mal ein bisschen langweilig finde. Das heißt, der kriegt eine Hülle drumherum mit vor allem dieser Stanze von Globeland. Heißt es, steht es da drauf? Garden Fan, irgendwas. Ja. Ich habe schon mal was vorbereitet. Das legen wir mal eben zur Seite. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen was gestanzt, aber noch nicht alles. Deswegen machen wir jetzt erstmal den Anfang, damit ich weitermachen kann. Und zwar habe ich hier eine Umverpackung gebastelt aus diesem Papier von diesem Actionblock. Nature. Habe ich mir eine Seite rausgeschnappt und habe mir das hier abgemessen und jeweils einen halben Zentimeter dazu gepackt, so dass der jetzt quasi hier reinpasst. Und da werden jeweils unten und oben zugemacht. Das machen wir jetzt mal eben als erstes. Man könnte das Ganze auch mit Klebestreifen machen. Ich finde Flüssigkleber immer ein bisschen sicherer. Ja, auf den Tisch geklebt, das ist immer gut. Und dann haben wir das Ganze einmal eben zu. So. Und rein theoretisch können wir den dann jetzt da reinstecken und auch wieder rausholen. Aber so ist es schon mal eine nette Umverpackung. Können den da einfach rausziehen und da basteln wir jetzt eben das drauf, was ich euch gezeigt habe. Hier schon ein bisschen was vorbereitet. Da kommt gleich einmal dieser Rundbogen hin. Dann hello. Die Zäune an die Seite. Die kommen hier so drunter. Das heißt, die Zäune werden wir gleich einmal als erstes draufsetzen. Da kommt gerade Kleber durch, oder? Ne, da bricht natürlich das Papier ein bisschen, war ja klar. Wir setzen als allererstes einmal eben die Zäune, denn da kommt nichts hinter. Das passt dann ganz gut. Ja, meine Arbeitskollegin wird 70 und bekommt einen Wellness-Gutschein. Und da müssen wir dann, da bin ich dann einmal dabei, was drumherum zu basteln. Warum auch nicht? Ich bin hier die Bastlerin und habe da Spaß dran und kann euch direkt noch mitnehmen dabei. Sonst kommen in nächster Zeit ja auch sehr viele Wintervideos. So habt ihr zwischendurch noch mal was anderes. So, Zaun Nummer 1. Ob ich das nochmal lerne, den Kleber in sein Gefäß zu stellen? Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn bei euch eure Arbeitskollegen irgendwie runden oder so, bastelt ihr dann auch was? Wie macht ihr das? Oder wenn die anderen Arbeitskollegen mitkriegen, dass ihr bastelt, geben die euch dann Aufträge? Ich bin gefragt worden, ob ich das mache. Und überlege mir jetzt ein oder zwei Varianten. Und für mindestens eine davon nehme ich euch auf jeden Fall mit. Vielleicht auch für beide. Mal schauen, wie ich das zeitlich schaffe. Im Moment wissen wir ja, meine Zeit ist knapp bemessen.
So, lass das ein kleines bisschen übergucken. Und machen den hier. Wo ist eigentlich meine Bastelmatte? Ich glaube, die liegt unter dem ganzen Chaos, deswegen male ich hier auch gerade den Tisch an. So, da haben wir schon mal das Grundgerüst. Ich werde nicht beachtet. Roland. Dann kommt unten Gras drüber. Ja. Ist auf jeden Fall die Idee, die ich habe, sehr, sehr viel Fisselkram. Aber ich befürchte, die zweite Idee, die ich habe, ist nicht viel besser. Von daher, ja, mal schauen, wie verzweifelt ich dann am Ende bin. Ich weiß auch noch nicht so genau, wo ich dann ja alle unterschreiben lasse, ob ich das irgendwie auf der Rückseite mache mit einem kleinen Fach, was ich da noch ranbaste, wo dann noch mal eine kleine Grußkarte drin ist, irgendwie sowas. Mal schauen, wie ich das mache. Das letzte Stück Gras dazu. Da muss ich aber, glaube ich, gleich nochmal gucken, weil da kommt vielleicht noch eine Katze hinter. Ja, das lasse ich erstmal weg. Und dann würden jetzt hier gleich noch so Ranken drumherum kommen. Die kann ich da eigentlich auch schon mal hinmachen. So, auf der anderen Seite. Genauso. So, dann haben wir hier noch das und das, ja.
So, das Grundgerüst steht. Hier seht ihr aber gleich noch die ganze kleinteilige Fisselarbeit. Die kommt da gleich noch zu. Hier kommt, glaube ich, noch eine 70 mit rein. Und hier noch irgendwo herzlichen Glückwunsch hin. Mal gucken, ob ich das dahin mache oder auf die Rückseite. Aber so haben wir schon mal das Grundgerüst. Und den Rest machen wir gleich weiter. So, Freunde, wir machen weiter. Die Karte hier nochmal raus. Da muss auch noch ein bisschen mehr zu gemacht werden. Wir brauchen auch noch einen Einleger. Das, mal gucken, wann ich das mache. Ob ich das jetzt gleich im Anschluss mache. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. So, wir haben auf jeden Fall das. Das kommt hier hinten drauf. Das können wir eigentlich schon mal drauf machen. Werde ich auch nicht erhöht aufkleben. Ich glaube, erhöht ist für diese Karte nicht das Richtige. Von daher kleben wir doch direkt mal. Und dann geht's an die Fisselarbeit, wie ihr schon seht. Der ganze Kleinkram, der da gleich noch kommt. Kann auch sein, dass ich auf der anderen Seite gleich einmal was erhöht mache. Hier das herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall einmal mit ein bisschen Glitzer. So. Kann sein, dass ich das hier gleich ein bisschen erhöht mache. Most likely. Most likely. Wir können auf jeden Fall schon mal die Zahlen aufkleben. Bellum ist ja immer ein bisschen widerspenstig. So, und da, wo die Zahlen sind, kommt es dann auch geklebt auf das Ding. Ansonsten lohnt sich das nicht wirklich, weil das sonst blöd aussieht. So, und das dann wahrscheinlich erhöht. Ja, das werde ich, denke ich, tun. So, dann müssen wir die Katze einmal. Wo haben wir die Kitty Cat? Die versteckt sich unter einem der Schmetterlinge. Muss einmal eben gucken. So, und das dann? Ja. Und dann das Gras. So, die Katze kriegt noch ein kleines Auge oder zwei kleine Augen. So. Creepy Cat. Und jetzt geht's los mit den ganzen Sachen. Ich muss mir einmal ein Bild auf dem Rechner anmachen, wo ich das schon mal fotografiert habe, wo ich es zurechtgelegt habe.
Ja, Schmied weg, ne? So, jetzt geht diese ganze Kleberei mit den ganzen Blättern und den Blüten los. Das wird eine Fummelarbeit, ich sag's euch. Wer ist nochmal auf die dumme Idee gekommen, das als Karte zu verwenden? Wird eine Fummelarbeit. Ja, ein Haar wollen wir da nicht mit drauf haben. Sorry, wenn ich da gerade nicht so viel bei rede. Ich muss mich hier hoch konzentrieren. Wir wissen, was mir sonst passiert. Und da die Karte nicht bei mir zu Hause bleibt, muss das wirklich perfekt werden. Ich habe nämlich keine Motivation, das Ganze gleich noch einmal zu machen. Wie das nur kommt. Dazu hat der ganze Prozess und das ganze Stanzen auch viel zu lange gedauert, um das alles nochmal zu machen. Nein! Seht ihr? Genau sowas passiert, wenn ich anfange zu quatschen. Dann geht nur was schief. Und das wollen wir nicht. Und ich muss, wie gesagt, gleich noch den Einleger vorbereiten.
So. Wir nähern uns dem Ende. Zumindest was die Blüten und Blätter angeht. Dann kommen gleich noch die Schmetterlinge und dann fehlt immer noch der Einleger, den ich gleich noch hier so ein bisschen konzipieren muss. Nicht ganz so weit rein da. So. So, jetzt fehlt hier oben noch ein gelber. Dann machen wir noch mal das Dreierblatt hin. Und noch mal eine gelbe Blüte. Entschuldigung, Leute. Ich habe einen Frosch im Hals. So. Das sieht doch ganz cool aus. Jetzt würde das, wie gesagt, einmal erhöht dahin kommen. Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an. Die Schmetterlinge erhöht wäre natürlich auch super, aber das wird nicht funktionieren. Aber. Die heben sich ja so ein bisschen ab und dann würde das erhöht doch ganz cool aussehen. Hatten auch noch diese hier. Ich glaube, wir schnappen uns die. Die sind so eine Mittelhöhe. So, da hätten wir das und jetzt kommen die Schmetterlinge. Eben gucken, welche. So. Dann
sehen hier. Und den. Ja, ich glaube, so mache ich das. Das heißt, hier müssen wir auch nur unten das kleine Stück und dann müssen wir die gut andrücken, damit die halten. Dann die Flügelchen ein bisschen nach oben machen. So. Nummer 1 sitzt schon mal. Nummer 2. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall die Vorderseite der Karte und jetzt kommt der Rest dazu. Und das muss ich erst wieder vorbereiten, demnach bis gleich. So, das hier habe ich schon mal zusammengeklebt, ist krumm und schief. Ich reg mich jetzt nicht auf, ich habe gerade schon ein Video gemacht, da war ich nur wütend. Reden wir nicht über dieses Video, es ist nie passiert, ihr werdet es nie zu sehen bekommen. Ich habe quasi die Hälfte durch die Gegend geschmissen. Und habe meinen Freund nicht getroffen. Ich treffe ihn nie, obwohl ich Handballerin bin, ne? So ist das halt. Gut, dass ich Torhüterin bin. Wirf mich ab, ist nicht schlimm. Ich selber werfen, kommt nicht an. Ja, aber ich bin jetzt nicht mehr wütend. Ich bin fast fertig. Das Ding ist schon zusammengeklebt. Es waren zwei Seiten. Das war zu klein. Dann musste ich was zurechtschneiden. Dann war es schief. Und ja. Das hier ist auch schon das zweite Mal die Notiz. Reden wir einfach nicht darüber. War bad. War ganz bad. Es hat quasi in den letzten 10 Minuten hier rein gar nichts funktioniert. Und dann kam ein Bastelpapier durch die Gegend werfender Wutanfall. Der ist auf Video und der ist gleich gelöscht. Ich sag's euch. Habt ihr sowas auch? Werdet ihr auch manchmal wütend beim Basteln? Wenn so wirklich irgendwas gar nicht funktioniert und ihr eigentlich schon keine Lust mehr habt, aber irgendwas fertig machen müsst oder noch fertig machen wollt. Ich sag's euch. Ich sag es euch. So, die Ecken sind rund auf Anraten meiner besseren Hälfte. Jetzt muss ich leider zugeben, er hat recht. Habe ich vorhin nicht. Reden wir auch nicht drüber. Er hat nie recht. Er lacht. Weil ich selten sage, er hat recht. Jetzt freut er sich. Jetzt liest er Bild und ich denke mir, warum? So oft wie ich Reddit lese, liest er Bild. Beides furchtbar. Den da will ich noch dazu haben. Die zwei kommen da jetzt noch unten drauf, aber die werden nicht irgendwie erhöht aufgeklebt oder sonst irgendwas, sondern die werden da einfach hübsch flach aufgeklebt, weil das einfach nur zur Verschönerung der Notiz dient. Weil sie sonst langweilig ist. Ne, machen wir so. So.
Und du kommst da auch noch mit hin. Ja. Ich glaube, ich möchte in nächster Zeit nur noch Weihnachtssachen basteln. Den Rest, den kann ich erstmal nicht mehr sehen. Ich habe von Blumen gerade die Nase voll. Ach, Leute. So, die Rückseite lasse ich jetzt aber so, glaube ich. Das muss ja jetzt nicht auch noch, weil jetzt kommt das da drauf, nicht geklebt, sondern mit meinem Herz Büroklammern kommt das jetzt hier mittig dran gesteckt. So. Und dann kommt das da rein. So, jetzt hängt das hier irgendwo. Ich weiß noch nicht, ob oben oder unten. Unten. So. Und wir sind fertig. Und dieser ganze Kladderadatsch, der landet gleich einfach in der Mülltonne. Weil ich kann den Kram nicht mehr sehen. Und ich möchte jetzt Weihnachtssachen machen. Einfach nur ganz entspannt hübsche Weihnachtssachen machen. Da warten auch so viele auf mich, dass ich eh die nächsten Wochen beschäftigt bin damit und ich freue mich da schon drauf. So. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal erzählen, wie ihr das so habt, wenn bei euch irgendwas so gar nicht funktioniert, hört ihr dann auf zu basteln, kriegt ihr einen Wutanfall, sind immer die anderen schuld? Man weiß das nicht genau, ne? Ich glaube, jeder ist mal ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr hattet aber Spaß mit dieser wunderschönen Gutscheinumverpackung. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn euch die Videos öfter gefallen, und ihr vielleicht mal so einen Wutausbruch live erleben wollt, nee, wird nicht passieren, kann ich euch versprechen. Dann, der böse Blick von gegenüber hat mich aus dem Konzept gebracht. Er hat völlig verwirrt geschaut. Dieser Mann, ne? Ich sag's euch. Aber ich liebe ihn sehr. Der könnte auch ruhig mal öfter reden im Video. Will er nicht. Hat Bild ausgemacht. Naja, also, falls euch die Videos öfter gefallen, ne, dann lasst doch vielleicht ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten, ja, Bastelkatastrophe zusammen. Bis zum nächsten Mal. Eure Thimmeltek. Bye bye.